Ein wenig Geld in der Vereinskasse schadet nie. In Machtrenk gibt es deshalb für zahlreiche Vereine in Summe 2.500 Euro zu gewinnen. Das Vereinsjuwel, was wir heute spielen, ist einfach ein Dankeschön an alle Vereine, die dann gern mitspielen und die haben einen Preis von 2.500 Euro in Gesamtsumme zur Verfügung stellen. Ja, und bei lauter Glücksspielen, erstens lernen wir sie alle miteinander kennen, wird es wieder einen glücklichen Sieger geben, der dann wieder in die Jugendarbeit investiert werden kann. Das ist sensationell wichtig, weil man sieht, unsere Vereine mit was für ein Engagement, die jungen Leute da vor allem, wie sie heute ja vertreten sind, im Einsatz sind. Und das gehört natürlich honoriert, das gehört gefördert und darum sind wir mit solchen Aktionen wie unter den Vereinsjuwelen immer am Start. Bei verschiedenen Spielen geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Dafür braucht es ein wenig Geschick und eine ordentliche Portion Glück. Ja, der Kreisel hat uns leider ein bisschen im Stich gelassen. Der ist stehen geblieben, bevor die dritte Kugel in so einen Grumm gefallen ist. Aber dafür hat die andere Kugel die Minuspunkte ausgeglichen. Nein, ich würde sagen, eher so mittelmäßig bis jetzt. Beim Roulette haben wir leider ein paar Minuspunkte eingefahren, aber wir sind optimistisch. Und das ist auch gut so. Gewinnen kann bis zum Schluss nämlich jeder der 20 mitspielenden Vereine. Und wer zum Schluss dann die höchste Punktanzahl, dann wird es nur mehr spannend. Dann gibt es noch einmal einen Würfler, die Multiplikation von den bisher erworbenen Punkten. Und dann gibt es einen Sieger, also der bis zum Schluss führt. Kann mit einer schlechten Zahl wieder alles verlieren. Es kann aber auch der Letzte im letzten Spiel nur mit einem Sechser vielleicht als Gewinner. Dementsprechend ist auch die ein oder andere zittrige Hand beim alles entscheidenden Würfeln zu sehen. Deshalb überträgt man auch schon einmal den Kleinsten die Verantwortung am Schluss. Über Platz 1 und damit 1.100 Euro darf sich schlussendlich der Machtrenker Musicalverein freuen. Wo war der Puls, was den Würfel in der Hand gehabt hast? Im Puls habe ich nicht mehr messen können. Nein, ich war sehr zittrig, weil alle haben sich auf mich verlassen, aber hat gepasst, glaube ich. Knapp dahinter auf Platz 2 landet die offene Jugendarbeit. Wir werden natürlich in die Jugend investieren und alles rausholen, was geht, was das die 700 Euro. Dass wir einfach wieder gemeinsame Sachen machen und ja, die Leute so mit unterstützen. Coole Spiele, Spannung bis zum letzten Würfler und eine Aufbesserung der Kassa. Das Machtrenker Vereinsjuwel sorgte wieder einmal für jede Menge fröhliche Gesichter.